Nachdenkseiten. Haben das alles aufgenommen, damit ihre Niedertracht, ihre Ermordung, ihre Vergewaltigung in den Videos der ganzen Welt gesehen werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Themenkontext Israel-Gaza auf einer EU-Wahlkampfveranstaltung am 1. Juni erklärt, ich zitiere kurz, die Hamas-Terroristen haben das alles aufgenommen, damit ihre Niedertracht, ihre Vergewaltigung in den Videos von der ganzen Welt gesehen werden können. Jetzt war zum Zeitpunkt der Aussage vom Bundeskanzler ja schon bekannt, dass sowohl der Abschlussbericht der UN-Sonderbeauftragten zu sexueller Gewalt in Konflikten als auch israelische Militärbehörden und umfangreiche Recherchen von Haaretz und Times zu dem Schluss gekommen sind, dass es keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungen gibt. Da würde mich interessieren, heißt das im Umkehrschluss, dass der Kanzler den UN-Abschlussbericht und auch die entsprechenden Aussagen der israelischen Behörden in Frage stellt? Herr Warbeck, ich bin so ein bisschen irritiert. Sie versuchen das Thema ja immer wieder hier ranzubringen. Ich glaube, es steht außer Zweifel, dass es schlimmste Vergewaltigung durch Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Israel gegeben hat. Es steht außer Frage, dass die Terroristen Kameras gehabt haben, dass sie ihre Taten zum Teil live gestreamt haben, zum Teil gab es Aufnahmen. Und es steht außer Frage, dass 1200 Israelinnen und Israelinnen teils auf bestialische Art und Weise umgebracht worden sind. Und das sind die Fakten. Und da ist, glaube ich, das, was sowohl die Außenministerin zu diesem Kontext gesagt hat, als auch was der Bundeskanzler auf der Wahlkampfveranstaltung am 1. Juni gesagt hatte, völlig im Einklang mit dem, was die Gegebenheiten sind. Und jede Art von Versuchen, hier Zweifel an diesen Tatsachen zu schüren, weise ich mit wirklich Abscheu und Empörung zurück. Das wird den Opfern nicht gerecht, das wird den Tatsachen nicht gerecht und es bringt überhaupt nichts. Sie haben noch eine Nachfrage. Ja, es geht wie gesagt um behauptete Videoaufnahmen und es erstaunt mich ehrlich gesagt, mit welcher Nonchalance Sie explizite Aussagen der Vereinten Nationen und der israelischen Behörden, einem engen deutschen Partner, negieren, die explizit gesagt haben, es gibt keinerlei visuelle Dokumentation von Vergewaltigung. Umfangreiche Recherchen von Haaretz und Times, diesen Vorwurf, den Sie mir gemacht haben, kaum widerspiegeln würden, kommen dazu, es gibt keine Videoaufnahmen. Und sowohl der Kanzler als auch die Außenministerin der Bundesrepublik behaupten, es gibt diese. Das ist ein Widerspruch und damit relativiert man in keinster Form, dass es sexuelle Gewalt gegeben hat. Aber als Kanzler und als Außenministerin kann ich nicht von Videoaufnahmen sprechen, wenn so, der Rest der Welt vielleicht nicht bevor negiert. Sie jetzt, ja, die Frage ist ja deutlich. Vielleicht bin ich mal dran. Also, bevor wir jetzt hier darüber Sie sich austauschen, was Sie finden und Sie finden. Das war ein harter persönlicher Ja, ich habe Sie ja auch erwidern lassen, aber jetzt hätte ich gerne eine Frage. Ja, das war eine Frage. Nee, die Frage, bis jetzt habe ich noch keine Frage gehört. Sie war haben, sehr gesagt, subtil, dass, Sie haben gesagt, Sie haben eine andere Sichtweise, aber was ist die Frage? Die Frage dahinter war, dass es diese explizite Aussage des UN-Abschlussberichts gibt, die sagt, es gibt keine Dokumentation. Und Herr Hebelstreit hat gesagt, der Kanzler bleibt bei seiner Haltung. Da würde ich ganz gerne wissen, auf welcher Quelle der Kanzler dies sagt, im Gegensatz zu den schon aufgezählten Quellen aus Israel, der Vereinten Nationen und renommierten europäischen Medien. Also, Herr Warbeck, ich habe ja versucht, in meiner ersten Antwort, die Sie vielleicht dann sich noch mal später angucken können, die Antwort zu geben, die Sie suchen. Ich habe die Umstände dargelegt, wie es sich zugetragen hat an diesem 7. Oktober. Und die Haltung dieser, Entschuldigung, darf ich ausreden? So. Ich habe die Umstände dargelegt und ich habe Ihnen den Gesamtzusammenhang dargestellt. Und insofern habe ich danach noch transparent gemacht, was Sie mit Ihrer Fragestellung bewirken oder bedingen wollen. Aber es gibt da keinerlei weiteres Erkenntnisinteresse, dass ich da Ihnen helfen kann bei, sondern wir haben eine klare Darstellung der Tatsachen und das ist das, was wir dazu zu sagen haben. Und Sie haben das jetzt, ich glaube, zum 5. oder 6. Mal in dieser Bundespressekonferenz gefragt. Dann zum 3. zeigen Sie mir gerade, nehme ich gerne zurück, zum 3. Mal und Sie reden immer wieder die gleiche Antwort kriegen. Herr Jung hat das.